Und ein herzliches Willkommen zurück zu Wise, Son of Rome. Mit mir von der Gameplays als Hobby. Wir sind hier unterwegs in Britannien und versuchen mit Barbaren zu töten und ein König plus Königin gefangen zu nehmen. Dazu müssen wir erstmal irgendwie zum Aquädukt und die ganzen Bogenschützen ausmerzen. Und auf dem Weg zum Aquädukt sind wir. Jetzt weiß ich nur nicht, wo ich lang soll. Nach links oder rechts. Wir haben sowohl links als auch rechts haben wir so Adler, die uns sagen, da müssen wir lang. Geil. Ich weiß jetzt nicht, wo ich lang muss. Ganz ehrlich, teilen kann ich mich nicht. Und ich muss nur mal gerade mal gucken, wo mein Kater Winston steckt. Okay. Wie sagt man so schön, rechts vor links? Das nenne ich doch mal einen schnellen Tod bei der Aufnahme. Erneut versuchen. Marius wurde besiegt. Wo fangen wir an? Hier. So. Wir wussten ja jetzt, da ist eine Falle. Shit, hier komme ich doch gar nicht mehr hoch dann. Okay, dann laufen wir vielleicht doch erstmal in die andere Richtung. Da können wir nicht durch. Da ist auch eine Falle, sehe ich. Das ist ein Erdhügel. Hallo? Was ist das denn? Suchst du nach deinem Aquädukt, Römer? Woher will er das wissen? Okay. Ein bisschen Blut vergießen. Stell dich deinem Tod! Oh, so einer schon wieder. Der Hart ist hart, deiner! Okay, jetzt sehe ich nicht. Das ist noch ein Zuwachs. Okay, mein Fokuszuwachs habe ich schon wieder ausgemacht. Irgendwie, so nebenbei. Ah ja, hier wäre ich von der Richtung dann gekommen. Ach, guck an. Okay, ich stehe jetzt zwar im Feenkreis, aber nichts passiert. Alles klar. Das wäre jetzt ein lustiges Extra gewesen. Lauf weg, Soldat! Ja, das war verkehrt. Nein! Boah, es war ja noch so eine. Du bist tot. Und der andere spielt mit den Schmetterlingen. Ich hab dir römisches Schwein.
Gib dich oder stirb! Hey. So, nur noch er hier. Okay, also hier hängt das Spiel dann, leckt das Spiel dann doch so ein bisschen. So, waren wir hier oben schon? Okay, hier ist nichts. Ich hoffe zumindest, dass hier nichts versteckt ist an Schriftrollen oder sowas. Weiter geht's, würde ich sagen. Aber ich nehme an, durch diese ganz, durch das ganze Gras und das ganze Gewächs, die Bäume, die Blätter, viele Texturen und dann das schnelle Handeln und Drehen hier, das macht dann doch ein bisschen das Spiel leckig, lackig, bockig, wie auch immer. Da meine Falle. Also die Fallen hätten die Barbaren auch besser verstecken können. Und trotzdem laufe ich bestimmt gleich in eine Reihe. Hab gehört, eine Legion wäre auf dem Weg zum Aquädukt. Mal sehen, wie sie an den ganzen Bogenschützen da vorbeikommen wollen. Also bewachen wir diesen Pfad, um sicherzustellen, dass kein Römer vorbeischleicht. Wird sicher keine Armee durch den Wald wandern. Ich gehe zurück zum Aquädukt, um Boudica zu unterstützen. In Ordnung? Geht klar. Warum kann ich in die Schleise runtergehen? Hallo Römer, ganz allein? Hm? Oh, versteck dich, deine Legion! Stell dich, deine Tod! Dass sie alle zurückgehen, damit ich meinen schönen Dingstreffer machen kann. Du machst es mir einfach! Klar, ich kämpfe mal gegen die Wand. Deswegen mache ich es mir einfach. Eine solche Stelle um den Fluss zu mehr von denen als erwartet. Ich mache mich besser auf zum Aquädukt. Hm, sonst scheint hier wohl keiner mehr zu sein. Warum komme ich nicht? Gut. Zum einfach durchrennen ist die Welt nicht gemacht. Sonst wären hier keine Fallen eventuell. Aber komme ich hier nicht her? Scheinbar wohl nicht.
Der warnt wohl jemanden. Überquere den Fluss. Machen wir. Mit Leichtigkeit. Bisschen über dem Baumstamm eigentlich. Aber wer weiß, was da passiert. Nähern sich. Stellt eure Bogenschützen an der Straße auf und schießt auf meinen Befehl. Ja, Herrin. Hier muss ein Weg nach oben sein. Erreiche die Bogenschützenstellung. Oh Gott, was ist das denn? Okay. Für was sammelt man die? So, schade, dass man die Schriftrolle nicht lesen kann, weil mich würde es jetzt echt interessieren, was hier passiert ist. Vielleicht kann man es ja doch irgendwie lesen, aber ich weiß einfach nicht wie. Das waren bestimmt die ganzen römischen Arbeiter, die hier an diesem Aquädukt gearbeitet haben. War mir klar, dass da dahinter was versteckt ist. Wo schiebe ich das Ding am besten hin? Scheinbar nur in die Richtung. Achso, rechte Maustaste. Vögelchen soll mich nicht verraten. Ein Pilum habe ich. Das war's. Ich hoffe, dass ich das Pilum schon geschmissen hatte. Ist jetzt nicht so verkehrt. Also nicht so schlimm. Naja, trinken und spielen. Nur in diese Ecke gibt es Stau. Eieiei. Gehen wieder ohne Plan vorwärts, die ganzen Römer. Vergiss nicht!
Okay. Oh, was ist... Wow! Was ist hier hängt? Gegen Schiff in Haufen. Da oben, ich denke mal, mit so einer Hand ist auch nicht so leicht, so schnell da oben zu gehen. Aua! Irgendwie wird das nichts. So geht's auch. Ich brauche wieder ein bisschen mehr Leben. So, haben wir es doch geschafft. Der Weg ist frei. Vorrücken. Ja, nimm mich von hier oben. Okay, der Weg ist wohl doch nicht so frei, oder? Ihr seid die verbleibenden Feinde. Oh, stopp. Es regnet und stürmt. So, hier bin ich wieder. Entschuldigung, aber vorhin kam so ein kurzes Gewitter mit Starkregen und Hagel. Meine Fenster waren alle sperrangelweit auf. Und ja, ich habe per Zufall mitbekommen, weil dieser Wind oder auch schon Sturm hat das eine Fenster extrem weit aufgerissen. Und das habe ich da mitbekommen. Ja, dann habe ich gesehen, oh scheiße, es regnet, es stürmt, schnell die Fenster zumachen. Okay. Fenster sind wieder offen, weil das war nur ein kurzer Sturm, Gewitter, wie auch immer, 5 Minuten oder sowas. Und ja, weiter geht's, wobei ich hier jetzt gesehen habe, man kann auch Hinrichtungen verbessern. Ich habe immer gedacht, das ist hier einfach nur das Bild hier für Fähigkeitenverbesserung, Individualisierung, Bestenliste. Nee, hier kann man auch drauf drücken. Gucken wir mal hier nach. Tatsächlich. Est ut brachium meum. Ist das mein Arm? Todesstöße, brutales Abtrennen des linken Armes. Schildstoß, Stoß in die Brust. Alter, okay. Schaden. Schaden ist doch immer ganz gut. Wobei, Schaden, was... Gut, wahrscheinlich kann man generell so den Schaden verbessern, ha? Ach bitte, er blutet doch kaum. Doppelhinrichtung, Todesstöße, Aufschlitz ins Gesicht, Aufschlitz ins Hals ausgesprungen. Wie das klingt, ey. Hammer, rückwärtsgewandt, was ist das denn? Hier kann man nichts machen, das hat man wohl generell. Umgebung? Keine Ahnung. Koop? Ich nehme an, das ist Multiplayer. Schaden. Na gut, wir machen das jetzt einfach mal. Mit Ehre kaufen. Ehre kaufen. Ehre kaufen.
Mit Ehre kaufen. So, haben wir doch schon mal ganz gut Schaden. Das hier mit Gesundheit finde ich gar nicht mal so schlecht. Da machen wir aber nur alles mit Einzelkampf. Weil, wir machen hauptsächlich Einzelkampf. Doppelhinrichtung habe ich jetzt echt selten nur hingekriegt. So, das kann ich sogar noch voll machen. Sehr schön. Ja, den Rest mache ich eigentlich nicht. Aber egal, machen wir es einfach mal. So, da haben wir noch mal ein bisschen was erhöht nochmal. Alles klar. Sehr gut, da würde ich mal sagen, machen wir mal weiter. Wir haben ja auch nicht mal allzu lange Zeit für die Folge. Was war das denn? Okay, da vorne ist noch ein Aufzug. Ich wollte jetzt nochmal gucken, haben wir hier was im Einsammeln? Nö, ne? Sieht nicht danach aus. Nur das hier runterschieben. Machen wir. Wir schieben es zwar nicht runter, wir drehen es um. Gut, okay. Das Aquädukt ist ziemlich hoch, meine Güte. Gesammelt. Okay, holen wir wieder alle tot. Die sind alle recht unüberlegt. Das ist von Boudica, hm? Boudicas schnelle Kombo wird mit einem heftigen Angriff abgeschossen. Stimme deinen Abwehr zeitlich ab, um eine Öffnung in ihre Deckung zu finden. Oha. Mal gucken, ob wir es schaffen. Du hättest nie herkommen sollen. Jetzt wirst du hier sterben. Ich bemitleide dich. Und Kinder! Und wie glaubst du, wurde euer Reich errichtet? Wir haben euch nicht gebeten, hierher zu kommen. Ich werde alles tun, um mein Volk zu schützen.
Shit, nein! Na gut. Beim zweiten Mal läuft's besser. Du hättest nie herkommen sollen. Jetzt wirst du hier sterben. Ich bemitleide dich. Streit gegenüber ungebrochen. Unschuldige. Frauen und Kinder! Und wie glaubst du, dass ihr euer Reich errichtet? Wir haben euch nicht gebeten, hierher zu kommen. Huch! Na! Nein, natürlich nicht. Tun, um mein Volk zu schützen. Ah, doch noch. Oder? Wachen! Na super. Ich brauche Leben. Danke, ich brauch Leben. So, gefällt dir das? Oh, ja, super. Ich wollte gerade sagen, wo ist die Boutique schon? Oh. Da war dieser eine berühmte Schrei mit dabei, wie geil. Vorwärts zum Hügel, Herr. Warum hat es jetzt so gehongen? Meine Fresse nicht. Okay. Da ich das ja hier zusammenschneiden musste, leider, aber... Na gut, damit hat es eigentlich nichts zu tun. Vergisst, was ich gesagt hatte. Meine Güte, nee. Also, das war Wise Son of Rome mit von Löhr Gameplays als Hobby. Ich hoffe, es hat euch gefallen bis hierher. Es ist sehr actionreich, mit vielen Szenen, aber echt cool gemacht. Jetzt zum Ende hat es ein bisschen gehongen, warum auch immer. Mein Computer ist überqualifiziert für das Spiel. Ich nehme einfach an, das ist das Level-Design. Das ist einfach zu heftig. Zu viel Feinheiten. Oder ich habe einfach zu viel Anti-Aliasing oder sowas. Ich habe es ja immer mal 16 und so. Super Sampling habe ich auch noch 2x2. Naja, mal gucken. auf jeden Fall. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr könnt es mir logischerweise mit einem Daumen nach oben zeigen und ein Abo, damit ihr nichts verpasst. Und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Teil wieder, beziehungsweise bei einem anderen Let's Play bei mir auf der YouTube-Seite. Und dadurch wünsche ich euch noch viel Spaß und auf Wiedersehen. Tschüss.